Fernseher auf. Mittlerweile wird also die Feuerwehr schon alarmiert. Sie merken ja auch die extreme Wärmebelastung, was man bei so einem Feuer hat. Das ist also nichts Einmaliges, sondern das ist auch bei normalen Wohnungsbränden so, wo wir also anfangen zum Löschen. Ja, mittlerweile trifft das rasche Löschfahrzeug der Feuerwehr Alstorf ein, wird also hier mit den Einsatzvorbereitungen beginnen. Und das zweite, man hört es, wird also auch gleich hier im Hof stehen. Das ist also das neue, das alle 20 Bürger hier ja, bei uns im Einsatz stehen. Die Mannschaft ist mittlerweile schon mit Atemschutz ausgerüstet und mit ihren Hitzeschutzbekleidungen, die sie so nicht erkennen, die werden also hier bei den Temperaturen ganz schön durchschwitzen. Thank you.
die Schläuche haben sie mit Wasser gefüllt und sie sehen sofort den, die Löschwirkung von solchen Strahlrohren bzw. Pistolenstrahlrohren. Es wird also sofort die Temperatur weggenommen und der Brand ist innerhalb von ein paar Sekunden sofort kleiner. Ja, das Feuer scheint fast aus zu sein, steigt noch der riesige weiße Nebel durch die ganze Wohnung. Sie können sich vorstellen, was in Ihrer Wohnung passiert wäre. Es wäre nicht nur Brandschaden, sondern ein sehr großer Ruß und so weiter Schaden. Für die meisten wird eigentlich nicht besser. Wir haben hier Kameraden stehen in zwei schwarzen Karos. Er überwacht, ist also verantwortlich für die Atemgeräteträger. Er muss also die zeitige Überwachung nehmen und natürlich auch die Befehle weitergeben und die Befehle so machen, dass das Personal wieder zurückgeht. Ja, mittlerweile ist auch die Wärmebildkamera, haben es bestimmt schon öfters in den Zeitungen gelesen, der Wärmebildkamera ist bei fast jedem Einsatz dabei und auch im Einsatz. Hier bereits auch noch Glutnestern und noch weiteren Brandherden im bestehenden Raum gesucht.